Der Rundgang im Kraftwerk Schwarze Pumpe ist für Ministerpräsident Dietmar Woidke nicht der erste, aber erstmal der letzte bis zum Stichtag am Freitag. Dann will der Bundestag das Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung in Deutschland endgültig verabschieden. Dietmar Woidke hat dem Vorstand und dem Konzernbetriebsrat der LEAG nochmal den Fahrplan der Bundesregierung für diese Woche übermittelt. Der Ministerpräsident ist optimistisch. Ich bin davon überzeugt, dass die jetzigen ausgehandelten Formulierungen gut sind. Es wird ja, soll ja einen Haushaltstitel geben für die Kohleregion, der in den kommenden Jahren dann mit den entsprechenden Milliarden befüllt werden soll. Ich vertraue der Bundesregierung, ich vertraue der Bundeskanzlerin, dem Bundesfinanzminister, dass es genau so kommen wird. Und wir werden entsprechend natürlich sehen, dass wir die Projekte ins Laufen bringen. Denn die Menschen hier in der Region haben sowas Ähnliches schon mal erlebt. Und das war in den 90er Jahren, dass gesagt wurde, Mensch, da ist so viel Geld da, wir werden in Ostdeutschland so viel investieren, da werden so viele Arbeitsplätze entstehen. Am Ende ist nicht so viel dabei rausgekommen. Das heißt, es geht am Ende nicht so sehr um die Summe Geld, sondern es geht um die Projekte, die realisiert werden. Und ich glaube, da stehen wir als Land momentan ganz gut da. Wir stehen aber in den Startlöchern und brauchen endlich den Startschuss des Deutschen Bundestages. Projekte hat die LEAG schon gestartet, wie zum Beispiel die Big Battery. Denn mit dem schrittweisen Ausstieg aus der Kohle müssen im Unternehmen neue Geschäftsfelder aufgebaut werden. Man sieht es hinter uns. Wir haben die Transformation angegangen. Wir investieren in Solarparks, in Windenergie, aber natürlich halt auch in Themen wie das Thema mit dem Speicher, was wir hinter uns sehen. Die Big Bet, die heute halt den ersten Prüftest absolviert hat, sie wird voraussichtlich im August den Operativbetrieb aufnehmen. Das ist eine Perlenkette, die wir jetzt hier angegangen sind von mehreren Investitionen, die wir als LEAG tätigen. Das Kohleausstiegsgesetz ergänzt das Strukturstärkungsgesetz, das schon im letzten August vom Kabinett beschlossen wurde. Damit sollen die Empfehlungen der sogenannten Kohlekommission dann verbindlich werden. Wenn das Gesetz dem Entwurf des Kabinetts folgt, ist es auch für den LEAG-Vorstandsvorsitzenden Helmer Rendes akzeptabel. Man muss eines ganz klar sagen, das ist jetzt hier ein gesellschaftlicher Kompromiss, den wir getroffen haben und wo alle Seiten aufeinander sich zubewegt haben. Ich glaube, das Wichtigste für uns ist, wir haben jetzt Zeit und verlässliche Rahmenbedingungen für eine, ich würde mal sagen, gute Transformation unseres Unternehmens und der Region. Und gleichzeitig können wir, glaube ich, Deutschland noch absichern, dass wir eine gesicherte Stromversorgung haben. Und insofern, glaube ich, ist es ein sehr ausbalancierter gesellschaftlicher Kompromiss, der hier umgesetzt wird. Bei den Unternehmensbesuchen von Ministerpräsident Dietmar Woidke im Süden und Osten Brandenburgs war aber auch das Thema Covid-19 auf der Tagesordnung. Auch über die Auswirkungen der Pandemie in den Betrieben hat er sich informiert. Für die Mitarbeiter steht momentan aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr die finale Entscheidung des Bundestags am Freitag im Vordergrund.